Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Star Wars Mod. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich jede zweite Episode eine Minecraft Star Wars Map vorstelle, um mir auch etwas Inspiration zu holen. Wir sind jetzt hier im imperialen Star Destroyer Bridge. Kennt man unter anderem aus, ich weiß nicht, wahrscheinlich aus The Old Republic. Denke ich mal, daher wird es abgeleitet sein. Ja, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um, würde ich mal sagen. Diese Stelle kommt mir schon mal sehr bekannt vor. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. Ihr könnt mir auch gerne mal Maps für diese übernächste Folge mal vorschlagen. Wenn ihr da gute kennt, die man unbedingt mal, wo man sich mal Inspiration holen kann. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar verfassen oder so, oder mir über den Discord schreiben. Hier sind dann die ganzen, hier ist wahrscheinlich der Computerraum. Ja, hier werkelt man rum. Hier hat man denn noch mehr, ich muss mal kurz die... Musik ausstellen. Ja, hier sind so die... Das ist so die Kommandozentrale, sage ich jetzt einfach mal. Hier wird alles überwacht, hier wird alles gesteuert. Ziemlich cool, wenn er mich fragt. Hier unten habe ich jetzt gerade noch was übersehen. Was, das haben wir hier? Aha. Gehen wir ein Stückchen weiter. Hier wird vielleicht immer so Hologramm übertragen. In diesem Raum. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Palpatine oder sowas oder Vader, dass sie sich hier übertragen. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist so ein Besprechungszimmer. Auch ziemlich geil, richtig cool. Vor allem, das sieht mega nice aus mit diesem Gitter hier. Das kommt richtig gut zur Geltung. Da müsste ich mir auf jeden Fall einiges von nur abgucken aus. Muss ich mir mal vormerken. Oh, hier ist wahrscheinlich gar nichts weiter. Ich werde mir mal irgendwie einen Screenshot machen. Hiervon zumindest. Ja, ich denke, ich werde jetzt den Screenshot verfasst haben. Ja, ziemlich cool. Ich müsste eigentlich mal schauen, ob man eventuell hier irgendwie raus kann, ja? Der Ganze schwebt jetzt hier in der Luft. Ja, das sieht von draußen natürlich nicht so geil aus wie von innen. So viel steht schon mal fest, aber... Ich finde dennoch, kann sich das echt sehen lassen. Meiner Meinung nach echt gut geworden. Wie ist eure Meinung dazu? Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Auch die Tore hier. Die Türen. Davon kann ich mir vielleicht auch nochmal einen Screenshot abfertigen. Genau. Wie war das hier? Oder warte mal. Ah, ich glaube, sie haben den Screenshot gemacht, ne? Genau. Okay, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, dann im Let's Play wieder. Dann kommen wir einige Ideen, die wir vielleicht mal irgendwie irgendwann mal umsetzen können. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch alles soweit. Und naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin.